Anscheinend ist die Kardanwelle gebrochen, das ist der Eingang zum Getriebe. Und wenn man ein Allradfahrzeug hat, teilt sich der Allrad so auf alle vier Räder, dass mit der gebrochenen Kardanwelle an kein Weiterfahren nicht zu denken ist. Kurz vor Schluss natürlich sehr ärgerlich, oder? Ja, es war sowieso heute ein bisschen ein schwieriger Tag, aber es ist trotzdem ärgerlich, weil wir waren gerade in Angriff auf die dritte Position und die haben wir eigentlich schon inne gehabt. Oh ja, so ein Materialdefekt, den kann man sich eigentlich nicht aussuchen. Jetzt ist die Rallye leider für dich früh zu Ende gegangen. Ist es denn eine sehr schöne Rallye? Eigentlich schon, ja. Es ist eine schöne Rallye. Ich fahre ja die schon circa 10 Jahre da. Für mich ist es natürlich blöd, weil die Meisterschaftsentscheidung wäre fürs Waldviertel eigentlich vertagt worden und somit glaube ich, dürfte die Sache schon gefallen sein. Bisher für dich gelaufen? Ja, sehr gut. Es hat alles funktioniert. Wir sind gut in den Rhythmus gekommen. Das, was wir erreichen, werden wir, glaube ich, auch schaffen, dass wir Punkte machen für die Dieselklasse. Und da sind wir am besten Weg dahin. Habt ihr denn den Dieselmeistertitel diesmal schon eingefahren oder ist der Böhm noch nah genug dran? Nein, der Böhm hat nur einen Vorsprung, aber ich nehme mal an, dass wir die Rallye jetzt da gewinnen. Wir haben noch mal eine Sonderprüfung. Dann schrumpft der Vorsprung schon mal und den Rest werden wir dann im Waldviertel machen. Rechts 4 Minus. In 30 Wechsel, links 3 Plus. 80, links 3 Plus lang.
treiblos lang, Split, 60, Tafel, links 3 minus lang, macht auf, macht zu, kurz, 60, rechts ein, in links 2 plus, Split, in rechts 2 plus, spät, in links 2 plus, innen, in rechts 2 plus, lang, less, Wechsel, 120, Linkskehre, 120, Split, ja. Rechtskehre, Split, 100, rechts 4, in links 3 plus, innen Speedy, in rechts 3 plus, 100, links 3 minus, innen Cut, Speedy, 60 Ü, Split, bremst, links 3 plus ein, in Rechtskehre, in links 3, macht auf, 80, links 4 kurz, 70, links rechts 4, in links 4 kurz, Cut, 80 Ü, Achtung, links 4 kurz, bremst, 40, links 2 plus, Cut, in rechts 3 minus, in links 3 minus kurz, in rechts links 3, 100 Ü, less, links 1, in rechts 3 kurz, Cut, in links 3 innen, 80 Ü, rechts 2 plus, Cut, macht auf, 60, rechts 3 minus, Cut, 80, Linkskehre, 50, rechts 3 plus kurz, wird rechts 3 plus in links 3 minus lang, 60, Kuppe, Wechsel in rechts 4, wird less, rechts 2 plus macht auf, wird lang über Kuppe, in links 3 plus innen, in Achtung, rechts 3 plus bremst, in links 2 plus innen, in rechts 4, 70, links 4 innen über Kuppe, 70 Ü, links 3 plus, 120 Ü, bremsen, less, rechts 2 plus, Speedy, in links 3 innen, 80, Kuppe rechts halten, in links 3 minus über Kuppe, Cut, in rechts 3 plus, in Brücke, links 3 minus, macht auf, 100, rechts 3 plus lang, 60, vor Kuppe bremst, 50, Schikane eng, links, rechts, links, 100, rechts 5, 60, rechts 5 über Kuppe, 120, Kuppe in rechts 5, 300 Ü, rechts 5, 120, bremsen, links 4, 30, Schikane eng, rechts, links, rechts, 70, rechts 4, in links 3 plus innen, in rechts 5, in links 4 bremst, wird 40 Tafel, rechts minus kehre, Split, 80, rechts 4 kurz, 80, links 4 minus kurz, don't, in rechts 4 bremst, 30, links 3 plus kurz, 50, Linkskehre innen, 70, Brücke in links 3 plus, top, rechts 3 plus, wird Mast, rechts 3 minus innen, in links 3, in Haus, rechts 4 kurz, in links 5, 70, Wald, links 4 kurz, 60, rechts 4 kurz, bremst, 60.
Feldherr Peter Gruber wird jetzt wieder einen Zentimeter wachsen, Herr Kirchen. Hannes Danziger mit dem Grazer. Klaus Krall, immer VW Golf. Hat geklappt, auch das Haus IQ hat geklappt. Remus hat treu zur Seite gestanden wie sein Arbeitsgeber Moser Tuning und da wird man sich freuen darüber. Er ist zurück nach 97 der Meister, 99 Michael Brandner und Katharina Schmitz im Wohnzimmer Mitsubishi. Wer hätte vor dieser Rallye an diesen Erfolg von unserem Michi Brandner geglaubt? Keiner hätte das gedacht. Das sind Szenen, die wirklich schon unter die Haut gehen. Dr. hat in der Flur, dass wir wirklich aufs Podest fahren in der Gruppe N. Ich hätte es nicht glauben können. Und ganz in erster Linie der Dank an die ganze Truppe. Es hat sich heute wieder mal gezeigt, dass es wirklich ein Teamsport ist. Die ganze Truppe ist wirklich hinter dem ganzen Einsatz gestanden. Und bis zum Schluss hat es letztendlich gut funktioniert. Und wir stehen jetzt da, wo wir uns fast nicht erträumt haben können, dass wir stehen können. Und danke nochmal an René Fonziner und das ganze Team. Und die Sponsoren natürlich und alles. Ich bin und das Publikum und hoffentlich hat auch einen Spaß gehabt. Und heute werden wir noch einen Heben gehen in Atmung. Das glaube ich auch. Das ist unser Michi Brandner, wie man kennt. Aber auch unsere Kathi Schmitz, eine der vielen Damen, die wieder mal aufs Podium kommen. Gibt es auch für unsere Kathi einen Riesenapplaus? Jawohl, da gibt es auch ein Bussi, die uns direkt so gesagt, bitte spring ab. Prüfung noch zu fahren. Wie seid ihr denn bisher zurechtgekommen? Also ich habe jetzt am Nachmittag ein bisschen zu kämpfen gehabt mit dem frühen Split auf der Strecke. Es sind sehr anspruchsvolle Sonderprüfungen, eben über die Kaiserau drüber hinten runter auf das Schotterstück. Bin aber wieder erwarten, wirklich sehr gut dort dabei gewesen, nur halb Rundkurs habe ich einmal verwachst gehabt, ordentlich. Und ja, da habe ich ein bisschen Zeit verloren. Ich glaube, ich bin jetzt Dritter gesamt. Wir sind ein bisschen was hinter dem Hermann, ich glaube so 18 Sekunden. Wie gesagt, wenn er keinen Fehler mehr macht, ist das normalerweise gegessen. Aber wir haben noch eine Sonderprüfung und da wollen wir natürlich ins Ziel fahren. Im Vorfeld der Rallye hast du dir vorgenommen, die Veranstaltung vielleicht sogar zu gewinnen, da die Straßen eigentlich dem Kitka jetzt dann nicht so entlegen sind. Bist du deinem Ziel trotzdem näher gekommen? Ich bin meinem Ziel auf jeden Fall näher gekommen. Wie gesagt, ich habe es gesagt, es ist ganz einfach echt realistisch, dass da gegangen wäre. Okay, wir haben es nicht geschafft. Raimund ist ein Top-Fahrer. Es war nur die Charakteristik von dem Streckenverlauf her. Es war sehr, sehr viel Split draußen, was eigentlich untypisch war in Weng. Ein Split, weiß ich nicht, so viel Split habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Es sind schwere Unfälle passiert und so. Aber okay, wir haben es probiert. Wir haben es natürlich dann auch bleiben lassen. Der Christian Hiedek, was eigentlich mein nächster Konkurrent war in der Meisterschaft, der hat technische Probleme gehabt und jetzt haben wir gesagt, aus, das versuchen wir das zum Heimfahren. Dass der Hermann stark ist, haben alle gewusst. Ich glaube, selbst da war auch für die anderen überraschend. Der fährt da sensationelle Zeiten mit einem Gruppe N-Auto. Okay, aber ich bin sehr zufrieden mit dem dritten Platz, mache wichtige Punkte in der Meisterschaft und kann mich jetzt sehr gut vorbereiten für die letzte Rallye. Und wie bereitest du dich jetzt auf die letzte Prüfung vor? Ich werde jetzt noch einmal ein Glas Wasser trinken, weil ich habe einen sehr guten Betreuer mit, der schaut immer, dass ich was zum Trinken habe. Nein, gar nichts, dann einfach relaxed drüber fahren. Und danach feiern. Das machen wir auf jeden Fall. Danke. Bitte.
DTB-Rallye, seiner Heimrallye, der nächste Podiumsplatz im Gesamten. Andreas Walter und Richard Jäckler. Richie Jäckler, Volkswagen Team Österreich, Peter Grumann. Und auch der, den Andi, den Rohschliffer. Auf die Schulter. Das ist ausgemacht worden, Mundl. Da muss mit. Ein Applaus, der Mundl muss herauf. So, jetzt kriegen wir noch keine Hilfe. Vielleicht kann noch jemand mithelfen. Auf die Schulter von unseren Gewerbetreibenden. Geht's hinauf. So, ja, jetzt haben wir es. Herzlichen Glückwunsch, Raimund Mundl Baumschneider. Der Herr Bürgermeister dazu aus Rosenau. Das ist ein Sieger. Foto, das es auch noch nie gegeben hat. Raimund Mundl Baumschneider gewinnt die 27. Arbe Steiermark Klasse. Rally natürlich, der Klassiker, das ist ein klassisches so draufgesessen. Herzlichen Glückwunsch! So, der freut sich riesig. Raimund Mundl Baumschneider und Thomas Zeltner. So, wo ist der Dom? Rauf ist jetzt auf den blauen BRR Mitsubishi aus dem Hause Remus Racing. Entschuldigung, mein Nachmittag für die Partner. Sieger 6, Kurt Kutenex an der Mundl, Brigitte an Thomas, einen Riesenapplaus an Sie. Herzlichen Glückwunsch, Raimund Mundl Baumschneider und Thomas Zeltner. Jetzt der verdiente Kastrol Champagner Regen. Jetzt 3, 2, 1, einen Sprung weiter in Richtung der Meisterschaft. Raimund Mundl Baumschneider und Thomas Zeltner. Raimund Racing im PRR Mitsubishi. Wir gratulieren. Raimund Baumschlager also auf dem ersten Platz, dahinter Hermann Gassner, Andreas Walter, Mario Seibel und Christian Hiedek. Michael Brandner auf dem 7., Hannes Danzinger 8. und Waldemar Benedikt belegt den 9. Platz. In der Gesamtwertung führt Raimund Baumschlager jetzt vor Achim Mörtel, dahinter schon Christian Hiedek und Andreas Walter. Auf dem 5. Platz ist David Doppelreiter, trotz der wenigen Einsätze. In der Gruppe N führt jetzt Hermann Gassner wieder vor Ernst Haneder und auf dem 3. Platz befindet sich Martin Zellhofer.